Gesucht wird die Gegnerin von Justine Hennin. Kandidatin 1, 25 Jahre alt, 1,89 Meter groß, noch ohne Satzverlust. Bisher Lindsay Davenport. Oder Kandidatin 2, viermal konnte sie hier schon gewinnen. Wie sieht's in diesem Jahr aus? Martina Hingis? Aufschlagen, Martina Hingis. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine Damen und Herren, liebe Tennisfreunde. Es ist bereits das 24. Duell zwischen den beiden Damen. Zuletzt 16 Mal standen sich die beiden in einem Endspiel gegenüber, hier und heute also nun bereits in der Vorschlussrunde. Martina Hingis hatte die Seitenwahl gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Auf. 15 Beine. Es ist übrigens eine ganze Weile her, dass sich die beiden auf dem Platz zuletzt gegenüberstanden. Das war im Februar beim Turnier von Tokio, als Lindsay Davenport am Ende nach drei Sätzen als Siegerin feststand. Für die Schweizerin ging es in dieser Halbfinalpartie natürlich auch um die Weltranglistenposition Nummer 1, denn die Konstellation war klar, sollte sie hier und heute gegen Davenport verlieren, dann würde Jennifer Capriati ihren Platz an der Sonne im Damentennis einnehmen. 30-40. Erster Breakball für Davenport. Hatte lange Verletzungsprobleme, konnte fast drei Monate nicht spielen, Mitte des Jahres, wegen einer Verletzung am Knie. Ja, diese Rückhand zu lang und gleich ein Break. Also guter Start für Lindsay Davenport, die Kalifornierin. Olympiasiegerin von 96 bei den Spielen in Atlanta. Aufschlag Lindsay Davenport. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Ja, da fehlte bei beiden Damen zu Beginn dieser Begegnung noch der Rhythmus, keine Kontrolle in den Grundschlägen. Diesmal guter Return von Martina Hingis, der viermaligen Siegerin des Porsche Grand Prix. Bislang. Und sie war natürlich ehrgeizig. Wagen Nummer 5 sollte her. Ja, deutlich im Aus, die Vorhand von Davenport. Also Break und Rebreak zu Beginn dieser Begegnung.
hatte gestern eine klasse Partie abgeliefert. Martina Hingis gegen Tatjana Panova aus Russland. Die haben bei Robert Fantoft im Bild. Seit Januar 96 coacht er Lindsay Davenport. Selbst immer noch ein sehr guter Spieler übrigens, der Amerikaner. Und deshalb auch immer wieder Sparringspartner von Davenport im Vorfeld ihrer Matches. Davenport übrigens zum sechsten Mal hier mit dabei in Filderstadt. Letztes Ergebnis war das Finale 98, als sie letztlich an Sandrine Testu, der Französin, scheiterte. Nächster Breakball. Zu Druck vor das Spiel von Lindsay Davenport. Zu diesem Zeitpunkt Hingis immer wieder deutlich hinter die Grundlinie gedrängt. Nächste Breakchance. Oh, und da fällt Martina Hingis zu Boden. Und sie hat Schwierigkeiten wieder hochzukommen. Das sieht ganz, ganz bitter aus. Der rechte Knöchel ist es, den sie sich da wohl ganz schlimm verstaucht hat. Oh Gott, das sind natürlich dramatische Bilder. Kann sich nicht mehr bewegen, kann den Fuß nicht mehr belasten, braucht Unterstützung seitens der Linienrichter, um da in Richtung Stuhl zu kommen. Oh Gott, was für ein Schock. Lindsay Davenport natürlich sofort auf der anderen Seite, erkundigt sich nach dem Zustand ihrer Rivalin, die ja in den letzten Jahren auch zu einer guten Freundin geworden ist. Ja, das sieht natürlich ganz, ganz bitter aus. Das roch nach sehr schnell im Abbruch der Partie. Martina schleppt sich zum Stuhl und ließ natürlich sofort die WTA-Physiotherapeutin auf den Platz kommen, gemeinsam mit dem Turnierarzt in diesen Tagen von Filderstadt. Aber wenn man sie so sah hier auf dem Stuhl, dann war eigentlich klar, die Partie ist zu Ende. Kein dran denken, dass Hingis hier um den Einzug ins Finale weiter spielen kann. Da haben wir die Dame schon im Bild, ausgerüstet natürlich mit allem, was man für ambulante Behandlungen
so braucht. Tja, wir haben das immer wieder gesehen, gerade auf diesen schnellen Belägen, dass solche Verletzungen passieren. Denken wir nur an Michael Stich damals in Wien. Man hat da natürlich wenig Möglichkeiten, ein bisschen zu rutschen, auszugleichen und jähe Drehungen, Wendungen auf dem Platz können natürlich dazu führen, dass man sich die Bänder überdreht. Ja, die Zuschauer hier in der Halle natürlich auch alle absolut geschockt. Sofort kamen dann auch andere Spielerinnen hier herein auf den Platz, um zu sehen, was da los war. Es hat sie natürlich ganz schnell rumgesprochen. Und schauen Sie sich das an. Ein grausames Bild. Diese Zeitlupe, da wird einem fast übel. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich dann keine leichte Verletzung war, die sich Martina Hingis zugezogen hatte. Noch einmal aus anderer Perspektive. Da knickt sie weg. Ganz, ganz übel. Tja, bitter, bitter. Alle hatten sich so auf ein tolles Halbfinale gefreut zwischen der Nummer 1 und der Nummer 3. Derzeit in der Weltrangliste. Und nach 3 Spielen war schon Schluss. Das war eigentlich schon klar. Bitter, bitter. Tja, wie es dann wirklich weiterging, das sage ich Ihnen in wenigen Augenblicken. Martina Hingis nahm zunächst einmal, und das war zu erwarten, eine 3-minütige Verletzungspause, ließ sich bandagieren, strippte sich dann Socke und Schuh nochmal über und man hatte den Anschein, sie wollte es tatsächlich versuchen, hier den Zuschauern noch was zu bieten gegen Lindsay Davenport. Aber wenn man das zuvor gesehen hat, wenn man diese Bilder erlebt hat, wie sie da wegknickte mit dem rechten Knöchel, dann war eigentlich an die Fortsetzung dieser Begegnung wirklich nicht mehr zu denken. Melanie Molitor, sie musste sich das Ganze mit ansehen. Ich denke, auch ihr war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar, das Ding ist für ihre Tochter gelaufen. Es gab natürlich Applaus, als Hingis da nochmal auf den Platz zurückkam. Da sehen wir Kim Kleister, das Anna Kurnikova, der den Mienen versteinert. Kein Thema. Und auch sie, denke ich mal, waren sich darüber im Klaren. Fertig spielen kann Hingis diese Begegnung nie im Leben. Für Lindsay Davenport natürlich eine ganz, ganz blöde Situation, da jetzt auf der anderen Seite. Aber ich denke, Martina hat ihr wohl schon gesagt, kurz bevor sie auf den Platz kam, ich versuche mal ein, zwei Bälle und wenn es nicht funktioniert, dann mache ich Schluss. Und so war es dann auch. Bei 30-0 der Amerikanerin ging Hingis nach vorne zum Händeschütteln, gratulierte ihrer Kontrahentin zum Einzug ins Finale des diesjährigen Porsche Grand Prix. Leider Gottes eine traurige Geschichte, die wir da miterleben mussten am heutigen Tag. Wir können eigentlich nur hoffen, dass es nicht so dramatisch wird, wie man den Anschein haben musste, was das körperliche Wohlbefinden von Martina Hingis angeht und dass sie bald wieder richtig Tennis spielen kann. Udo Cervellini, der Tennisbeauftragte von Porsche, natürlich auch ziemlich geschockt. Tja, leider keine guten Nachrichten. Das war es zunächst einmal von mir. Gleich meldet sich Matthias Stach im Studio mit der zweiten Finalistin am morgigen Tag neben Justine Linner und die heißt Lindsay Davenport. Zurück, liebe Zuschauer. Ja, wir sind alle ein bisschen betroffen. Lindsay Davenport ist da. Man kann jetzt gar nicht sagen Glückwunsch, logischerweise. Wie haben Sie denn die Szene erlebt?
Das ist schrecklich, wenn man auf der anderen Seite des Netzes steht. Ich kenne Martina schon viele Jahre. Sie ist eine gute Freundin. Und ich will so etwas eigentlich nie sehen, überhaupt nie sehen. Und es sieht wirklich schlimm aus. Ich hoffe, dass nichts gebrochen ist. Ich hoffe, sie kann nächste Woche spielen oder in 2 Wochen. Aber es sah überhaupt nicht gut aus. Ja, wir sehen, dann wurde noch getaped. Dann versuchte Martina Hingis ja auch noch mal etwas. Sie haben kurz gesprochen. Ich nehme an, Sie haben ihr abgeraten, weiterzuspielen, oder wie war das? Nein, eigentlich habe ich nur gesagt, bist du in Ordnung? Und sie sagte, nein, es tut sehr weh. Ich versuche einfach nur für das Publikum zu spielen. Aber ich habe gesehen, sie konnte ja kaum gehen. Und deswegen finde ich eigentlich nur klug, dass sie aufgehört hat zu spielen, denn sie hätte überhaupt nicht gut spielen können. Das ist also wirklich schrecklich. Es war ein besonderes Spiel, auf das wir uns logischerweise alle gefreut haben. Die Nummer 1 gegen die ehemalige Nummer 1. Jetzt kam es nicht dazu. Würden Sie sagen, dieser Boden ist schon auch ein bisschen gefährlich oder kann das überall passieren? Ich glaube, das kann auf jedem Belag passieren. Das sieht man auf Sandplätzen und wir haben es ja auch bei den Australian Open gesehen. Das war einfach Pech. Und wie ich schon gesagt habe, ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ich hoffe, dass es ihr in einigen Tagen besser geht. Hoffen wir natürlich auch. Wir werden probieren, noch was Neues zu erfahren von Martina Hingis. Sie lässt sich derzeit behandeln, das ist ganz klar. Lindsay, zu Ihnen, ich habe es erzählt, Sie waren die Nummer 1. Sie sind, so haben die deutschen Tennisfans das Gefühl, sehr im Hintergrund, sehr bescheiden. Mit Ihrem Trainer sieht man Sie immer mal wieder. Sie sind lange mit Ihrem Trainer schon zusammen, arbeiten zusammen. Ist das die Basis Ihres Erfolges, dieses solide? Ja, das denke ich. Ich glaube, ich habe eine sehr professionelle Einstellung und ich versuche auch, die Dinge sehr realistisch zu sehen. Ich arbeite sehr hart im Tennis, aber versuche auch nicht zu verrückt zu sein. Ich habe schon denselben Trainer seit vielen Jahren, der mir sehr viel geholfen hat und sehr viel gezeigt hat. Und ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin. Und hoffentlich kann ich noch einige Jahre gut spielen. Ist es nicht so, dass Ihre Eltern Volleyballer waren? Ich meine, bei einer Größe von 1,89 hätte es sich doch angeboten. Wir haben sich durchgesetzt zum Tennis. Wie ist das gekommen? Im Alter von 6 Jahren habe ich schon angefangen, Tennis zu spielen. Und in den Vereinigten Staaten spielt man Volleyball, wenn man 11 oder 12 ist. Also hatte ich schon einige Jahre Tennis hinter mir und das war sehr erfolgreich. Aber ich bin mein ganzes Leben mit Volleyball in Kontakt gewesen. Wir sind eine große Familie und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich Tennis gewählt habe. Momentan läuft es perfekt. Ich erinnere mich, beim Wimbledon-Turnier in diesem Jahr war zu lesen von Ihnen ein Interview, da haben Sie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch so spiele. Ich kann mir auch vorstellen, eine Familie zu gründen und so weiter. Spukt das wirklich jetzt schon? Sie sind noch blutjung eigentlich in Ihrem Kopf herum. Es läuft doch gerade so gut. Ich bin 25, ich bin jung, aber ich habe mit 15 angefangen, bin also schon 10 Jahre dabei. Und wenn man früh anfängt, dann hat man schon so viele Jahre auf dem Buckel. Vielleicht, ja, ich spiele einfach jedes Jahr so weiter. Dieses Jahr will ich erfolgreich abschließen, habe keine Verletzungen und plane auch 2002 zu spielen. Aber 2003, 2004, darüber denke ich noch überhaupt nicht nach. Also erstmal dieses Jahr abschließen und nächstes Jahr auch noch gut sein. Jetzt haben wir als Nebeneffekt sozusagen, weil Martina Hingis sich leider verletzt hat, in der kommenden Woche eine neue Nummer 1. Die heißt Jennifer Capriati, aufgrund der Konstellation, dass Martina ihre Punkte verteidigt hat. Es gibt viele Spielerinnen, die sagen, Jennifer hat es absolut verdient in diesem Jahr. Würden Sie das teilen, diese Meinung? Ja, ganz sicher. Sie hat 2 Grand Slam-Turniere gewonnen und sie hat sehr viele Turniere dieses Jahr gespielt. Venus Williams hat auch 2 Grand Slam-Turniere gewonnen, aber hat nicht so viele Turniere wie Jennifer gespielt. Das ist natürlich Pech für Martina, dass sie dieses Turnier nicht hat durchstehen können wegen der Verletzung. Aber Jennifer, wissen Sie, sie hat dieses Jahr so gut gespielt und deswegen ist das eine Erfolgsgeschichte für sie. Das Finale von Filderstadt gegen Justine Henin. Eine Spielerin, die gerade zu Beginn der Karriere und dieses Jahres unglaublich Gas gegeben hat, die toll gespielt hat in Wimbledon. Wie ist Ihre Erfahrung mit ihr im direkten Vergleich?
Ich habe schon verschiedentlich gegen sie gespielt, aber ich glaube nicht verloren zu haben. Ich weiß es nicht. Sie ist eine großartige Spielerin. Sie ist jung und ja, da kommen zwei gute Spielerinnen aus Belgien. Sie hat auch im Finale in Wimbledon sehr gut gespielt mit Surf and Volley. Aber ich habe sie jetzt seit einiger Zeit nicht gespielt, habe heute nicht gespielt, weiß also nicht, wie ich eingestellt bin. Und deswegen sehen wir mal, wenn ich morgen auf Justine treffe. Lindsay Davenport hat es gesagt, die spielt noch Doppel. Und deswegen bedanke ich mich herzlich, dass Sie ja, hierher gekommen sind. Schade, dass es so ausgegangen ist. Man sieht es Ihnen an, das geht Ihnen ganz genauso. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir von Martina Hingis erfahren, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist. Lindsay, vielen Dank. Viel Glück fürs Finale morgen, auch fürs Doppel. Danke, dass Sie hier waren. Und wir machen eine kurze Werbung und hoffen dann, dass wir Neues von Martina Hingis vielleicht sogar persönlich erfahren. In diesem Turnier hat sich selber noch mal schlau machen wollen, wie es denn nun aussieht um die Verletzung. Da sehen wir das Bild, Dr. Rüdiger Degwert ist es. Die haben sich bei uns auf dem Übertragungswagen die Bilder angeschaut. Eine Kapselverletzung am rechten Knöchel. Martina Hingis hat lange die Beine hochgehalten. Übrigens auch, das sehen wir hier, während der Fahrt direkt nach Zürich. Da gibt es eine Kernspintomographie. Aber es sah nicht ganz so gut aus, wenngleich wir ein bisschen voller Hoffnung sind. Denn sie konnte ja noch gehen und es war dann natürlich wichtig, Beine hoch, damit das nicht zuschwillt.